Gut, dann nochmal herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Wir wollen das Webinar starten. Thema ist MetaTrader 4. Ich werde Ihnen einige Grundfunktionen vorstellen, wie Sie die Software bedienen können, damit Sie die Funktionen kennenlernen und dann dementsprechend die Grundlagen des MetaTraders kennenlernen. Wie schon eben angesprochen, haben Sie die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und diese dann im Chat zu übermitteln. Gut, grundsätzlich sehen Sie schon hier im MetaTrader haben Sie hier oben die Menüleiste, mit der Sie dementsprechend die Funktion steuern können. Wir haben die Möglichkeit, hier verschiedene Fenster einzublenden, zum Beispiel hier den Markt, das sind dann dementsprechend die Forex-Paare, die hier zur Verfügung stehen, die Sie handeln können. Aktuell sind mit dem MetaTrader ausschließlich Forex-Paare zu handelbar. Die Produktpalette wird jedoch erweitert um CFDs. Das heißt, Sie können die CFDs, über 3000 CFDs, die wir im Angebot haben mit FX Flat, können Sie dann, nicht alle, aber können Sie sicherlich einen Großteil davon demnächst auch mit dem MetaTrader vollautomatisch oder auch diskretionär handeln. Grundsätzlich bieten wir mit FX Flat als CFD und Forex Broker die Möglichkeit, verschiedene Zugangswege zu nutzen. Ich zeige Ihnen das eben. Wir haben hier die Möglichkeit, über Software dementsprechend den FlatTrader zu nutzen, den MetaTrader, WebTrader, MobileTrader und auch Zusatzsoftware wie AutoChartist zum Beispiel. Das bedeutet, Sie nutzen beispielsweise den FlatTrader, um diskretionär CFDs oder auch Forex zu handeln. Wir haben hier eine Software, mit der Sie Analysen betreiben können, Chart-Trading betreiben können und so weiter. Und wir befassen uns heute mit dem MetaTrader, der in erster Linie für den automatisierten Handel gedacht ist. Sie können natürlich auch diskretionäre Trades übermitteln, aber in erster Linie ist der MetaTrader dazu gedacht, automatisierte Strategien laufen zu lassen. Wir haben hier die Erklärung zum MetaTrader, das heißt, Sie sehen, was für Funktionen der MetaTrader hat, was für ein Leverage Sie nutzen können. Sie können Forex mit einem Hebel von 100 bis sogar 400 handeln. Es gibt die Möglichkeit, die Lotgröße frei zu wählen, das heißt von Standard-Lots, sprich 100.000 über Mini-Lots, also 10.000 oder Mikro-Lots, das sind dann 1.000, können Sie die Lotgröße wählen und diese dann dementsprechend umsetzen. Es gibt weit verbreitet im Internet Expert Advisors, sogenannte automatisierte Handelssysteme, die in dieser MetaTrader üblichen Programmiersprache, MetaQuotes Language, programmiert sind. Da muss man sicherlich aufpassen, was es so alles im Internet gibt, teilweise auch kostenpflichtig, größtenteils aber auch gratis. Sie haben die Möglichkeit, diese zu testen, wegzutesten, sich anzuschauen, wie diese Systeme funktionieren. Aber es gibt natürlich sehr oft auch überoptimierte Systeme, die genau natürlich auf den zurückliegenden Handelsraum optimiert wurden und die natürlich oder die möglicherweise in der Zukunft nicht mehr so schön funktionieren, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Das ist generell die Schwierigkeit bei automatisierten Handelssystemen, diese so an die aktuelle Marktphase anzupassen, in der man sich derzeit befindet. Aktuell sind wir sicherlich in einer sehr schwierigen Marktphase. Die Trends, die wir im Januar, Februar, März gesehen haben, sind sicherlich jetzt nicht mehr so handelbar.
Und ja, Sie haben sicherlich auch gemerkt, wenn Sie mit Handelssystemen arbeiten, dass so Trendfolgesysteme aktuell nicht so funktionieren, wie sie vielleicht funktioniert haben vor noch ein paar Monaten oder auch letztes Jahr. Aber da muss man halt dementsprechend an den verschiedenen Schräubchen drehen und die Systeme so anpassen, dass sie dementsprechend auch in der aktuellen Marktphase funktionieren. Oder wenn man natürlich ein System ausstellt, dass man es nicht verpasst, wenn sich die Marktphase wieder ändert und dann dementsprechend hätte man Gewinne gemacht mit dem einen oder anderen Handelssystem, aber man hat es gerade ausgeschaltet. Das ist immer schwierig. Aber das ist wieder ein Kapitel für sich. Okay, ich zeige Ihnen die Software. Gehen wir zurück. Sie sehen hier die MetaTrader Software. Sie sehen also hier links oben den Markt. Das heißt, Sie können jetzt hier beispielsweise ein Währungspaar auswählen. Euro, US-Dollar zum Beispiel ist das, was wir hier rechts sehen. Hier haben wir die Möglichkeit zwischen mehreren Währungspaaren und auch Zeiteinheiten hin und her zu springen. Das heißt, Sie können sich hier verschiedene Tabs auch dann einrichten, indem Sie mit dem rechten Mausklick in dieses Währungspaar gehen und dann dementsprechend sagen hier Chartfenster. Und schon haben Sie hier ein weiteres Chartfenster hinzugefügt, was erstmal so in der Form klassischerweise standardmäßig aussieht. Hier haben wir US-Dollar, japanischen Yen. Wir haben hier Hour 1, also H1, bedeutet also eine Stunde. Das heißt, dass hier in dem Falle ein Balken eine Stunde umfasst. Wir können das Ganze ranzoomen, indem wir das deutlicher hier sehen können. Und wir haben die Möglichkeit, zwischen den Balkencharts und Kerzencharts zu wechseln. Diese Farbgebung können Sie selber einrichten, so wie Sie es gerne möchten. Das heißt, ein einfacher Klick im Chart, Rechtsklick auf Eigenschaften, dort können Sie die ganzen verschiedenen ja, Kerzen, Hintergrund und so weiter einrichten. Oder Sie können sagen, ich möchte das komplett ändern, beispielsweise, indem wir sagen, wir möchten ein vorgegebenes Farbschema beispielsweise wählen. Okay, ich lasse das jetzt erstmal so. Hier oben nochmal zu den verschiedenen Zeiten. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Periodizitäten zu wählen. Das heißt, verschiedene Zeiteinheiten. Beispielsweise ist jetzt eine Kerze eine Minute. Und das können Sie ganz individuell einstellen. Wenn Sie mit Rechtsklick auf diese Zeile hier klicken, können Sie hier auch anpassen. Das heißt, Sie können beispielsweise noch wöchentlich und monatlich einfügen. Und jetzt habe ich das nicht in der richtigen Reihenfolge. Das machen wir so. Das heißt, hier können Sie die verschiedenen Reihenfolgen festlegen. Und Sie können sagen, okay, ich habe also jetzt hier die verschiedenen Zeiteinheiten. Okay, Monat muss ich dann noch nach unten schieben. Okay. Das heißt, hier geben Sie die verschiedenen Zeiteinheiten vor und können das ganz individuell konfigurieren. Hier rechts haben Sie schon gesehen, ich kann also reinzoomen, ich kann auch zurückzoomen beispielsweise. Das heißt, ich kann weiter zurückgehen von der Zeiteinheit, von der Historie und habe jetzt hier aktuell Tageskerzen und kann diese Kerzen, sprich, ranzoomen oder auch wieder rauszoomen. Aktuell haben wir eingestellt, dass sich der Chart automatisch hier rechts im Chartfenster angleicht. Das heißt, es wird automatisch hier angeglichen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier
mit dem Chart shift sozusagen den Chart zur Mitte zu, und dann können wir ganz individuell auch hier mit dem Chart arbeiten, indem wir hier mit gedrückt gehaltener Maustaste hoch und runter gehen und dann dementsprechend auch links und rechts den Chart verschieben können. Das sehen Sie also hier in der Horizontalen, können Sie verschieben, weiter nach links oder nach rechts gehen oder aber auch vertikal den Chart stauchen mit gedrückt gehaltener Maustaste hier auf der X-Achse. Das Gitter, was Sie hier sehen, können Sie auch ausblenden. Also Rechtsklick hier in dieses Menü. Hier haben Sie die Gitterfunktion oder Volumen. Das können Sie ein- und ausblenden, indem Sie einfach diese Felder hier aktivieren oder deaktivieren zum Beispiel. Hier kam gerade noch eine Frage, kann man die Fenster auch nebeneinander positionieren? Das geht genauso, das heißt, Sie können hier die Fenster auch nebeneinander setzen und beispielsweise sich dann ein Layout einrichten, was dementsprechend anders aussieht. Das liegt ganz, ganz bei Ihnen, also Sie können das so anordnen, wie Sie es gerne möchten. Ich habe es jetzt groß gemacht, dann haben Sie hier die ganzen verschiedenen Reiter und dann können Sie dementsprechend die verschiedenen Währungspaare sich anschauen. Noch eine Frage zu CFDs. Also ich kann leider noch nicht sagen, wann CFDs handelbar sind. Es soll auf jeden Fall in diesem Sommer noch soweit sein, dass wir CFDs mit aufnehmen können und diese dann auch über MetaTrader zu handeln. Gut, ich bleibe jetzt mal bei dem Chart-Modul. Sie haben die Möglichkeit, eigene Templates zu speichern. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste, gehen hier auf Template und sagen Template speichern als Test. Sage ich jetzt mal. So, jetzt ist dieses Template angelegt. Das heißt, Sie finden das nun unter dem Namen Test hier zum Beispiel. Andere Templates, ich habe jetzt mal hier mit einem Kürzel ein Template abgespeichert mit bestimmten Indikatoren, was Sie dann hier beispielsweise direkt sehen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Templates zu wählen und dann dementsprechend auch direkt den Chart zu wechseln und die Hintergrundfarben oder Indikatoren, so wie sie gerade vorgegeben sind, aufzurufen. Also Rechtsklick, Template, Template speichern, Template löschen, Template entfernen beispielsweise. Diese Möglichkeiten haben Sie hier mit dem Menü Template und so können Sie zwischen verschiedenen Vorlagen, die Sie sich selbst erstellt haben oder die hier schon vorgegeben sind, wählen und diese dann dementsprechend auch verändern. Gut, wie können Sie generell Indikatoren und so weiter hinzufügen? Wie können Sie hier aus dieser Vorlage heraus etwas verändern? Sie klicken rechts mit der Maustaste, sodass Sie wieder dieses Menü öffnen. Dann gehen Sie hier auf Indikatoren und dort sehen Sie, was aktuell aktiviert ist. Und zwar sind das hier die Bollinger Bänder, die Standardabweichung, Standard Deviation und der ATR. Wollen wir beispielsweise den ATR rausnehmen, gehen wir hier auf Löschen und Sie sehen schon, er verschwindet hier aus dem Chartbild.
Und so können Sie dementsprechend Ihr eigenes Layout konfigurieren, indem Sie sagen, ich lege die Indikatoren mir zurecht, die ich haben möchte, beispielsweise jetzt hier nur die Bollinger Bänder, und dann werden diese hier dementsprechend so angezeigt. Sie haben auch die Möglichkeit, diese zu editieren. Das heißt, Sie gehen jetzt hier hin, geben hier die Periode ein, die Abweichung, geben hier vor, wie das visuell angezeigt werden soll, und geben dann vor, in welchem Zeitrahmen beispielsweise diese Indikatoren gültig sein sollen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, auch manuell zu zeichnen. Wir haben hier eine Zeichenleiste. Mit dieser Zeichenleiste haben Sie einmal ein Fadenkreuz. Das heißt, Sie sehen hier dementsprechend auf der X- und Y-Achse, zu welchem Preis, wo wir uns gerade befinden und welche Uhrzeit. Das nächste wäre hier eine vertikale Linie, die Sie einzeichnen können, oder horizontale Linien. Diese Linie können Sie natürlich bearbeiten, das heißt, Sie können hier die Farbe wiederum bestimmen und auch festlegen, ob jetzt diese Linie gestrichelt sein soll oder durchgezogen beispielsweise, und die Breite von diesen Linien, das legen Sie dementsprechend hier selber fest. Trendlinien, wenn Sie sich beispielsweise Trendlinien hier einzeichnen wollen, haben Sie die Möglichkeit, Sie können diese bearbeiten mit einem Rechtsklick auf die Linie Trendlinie Eigenschaften. Und dann legen Sie wieder die Farben und so weiter fest und können dann sagen, hier die Breite und so weiter, und das Ganze visuell anders darzustellen. Hier gibt es weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Equidistant Channel oder die Fibonacci Retracements. Das heißt, wenn Sie beispielsweise Bewegungen hier einzeichnen wollen in Fibonacci-Levels, können Sie das tun. Sie sehen hier rechts die prozentualen Retracements. Sie können dann natürlich vorher auch wieder festlegen, wie diese Eigenschaften sein sollen, das heißt, mit welcher Farbe die jeweilige Linie gezeichnet werden soll und so weiter. Textfunktion haben Sie auch, das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, bestimmte Texte in die Plattform einzugeben. Wenn Sie beispielsweise hier einen Stop oder was auch immer setzen wollen, dann hier geben Sie den Text ein, zum Beispiel Stop, Stop Kauf oder was auch immer, mit der Größe, mit der Farbe und so weiter. Aber das ist alles selbsterklärend. Nutzen Sie dazu auch gerne die Demo-Version und testen Sie einfach mal die ganzen Funktionen hier aus. Gut, löschen können Sie, indem Sie einfach das markieren und auf Löschen klicken. Und so können Sie entweder einzeln die verschiedenen eingezeichneten Linien löschen, oder aber Sie gehen hier auf den Punkt Objekte und dort sehen Sie, okay, Fibonacci-Linien möchte ich löschen, oder ich möchte die vertikale Linie löschen, und ziehen diese Linien dann dementsprechend aus diesem Chart-Fenster heraus. Ja, eine Frage zur Dauer des Demokontos. Also Sie können das Demokonto zunächst für 30 Tage testen. Wir können Ihnen das aber auch verlängern. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, das auch über einen längeren Zeitraum zu benutzen. Und wenn Sie Live-Kunde sind, haben Sie die Möglichkeit, auch eine uneingeschränkte Laufzeit mit diesen Demokonten zu haben. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, wenn Sie das länger nutzen möchten, an service@fxvet.de.
Generell können Sie allgemeine Fragen an diese E-Mail-Adresse richten, sprich Sie haben die Möglichkeit, jederzeit uns Fragen per E-Mail zu schicken oder den Chat zu benutzen oder uns einfach anzurufen. Dazu noch einmal der Hinweis, wir haben also eine kostenlose Hotline. Sehen Sie also hier oben, das ist die 08000 FXLET oder 0800 039 3528. Das ist die kostenlose Hotline, mit der Sie uns jederzeit auch erreichen können. Okay. Also, wie gesagt, hier die verschiedenen Zeiteinheiten, die Möglichkeit, den Chart horizontal, vertikal anzupassen und darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, hier verschiedenste Charts direkt auch aufzurufen. Sie können sich auch gleiche Charts, wie zum Beispiel hier Australdollar, US-Dollar, in verschiedenen Zeiteinheiten einblenden. Das heißt, Sie wechseln einfach in den Zeiteinheiten hier und haben das gleiche Währungspaar in verschiedenen Zeiteinheiten beispielsweise hier angegeben. Oder mit verschiedenen Templates, indem Sie jetzt zum Beispiel auch Australdollar, US-Dollar nehmen, einfach hier reinziehen und schon legt sich der Chart über das vorgegebene Template. Das heißt, sobald Sie hier ein Währungspaar nehmen, hier reinziehen, per Drag and Drop, passt sich der Chart dementsprechend an und es wird diese Vorlage genutzt. Ja, nutzen Sie eine andere Vorlage, so wie hier, vielleicht gehe ich jetzt mal hier hin, dann ziehen Sie das hier hin und direkt wird der Chart mit den Indikatoren dementsprechend aktualisiert. Gut, kommen wir zu den Funktionen, die wir hier haben. Also hier einmal die Möglichkeit, einfach einen neuen Chart zu öffnen, hier verschiedene Profile aufzurufen. Das ist der Markt, den wir hier eingeblendet haben. Das hier ist sogenannte Datenfenster. Das heißt, hier sehen Sie, wo befinden wir uns aktuell im Chart. Das heißt, wenn ich hier auf eine bestimmte Kerze gehe, zum Beispiel, sehe ich also, wo ich mich genau befinde, an welchem Datum, welche Uhrzeit, Open, High, Low, Close und Volumen. Und ich sehe hier, welcher Indikator hier drin ist. Das ist ja in dem Fall jetzt hier der Auto-Chartist-Plugin, was Sie nutzen können als Kunde. Dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich gehe jetzt nochmal auf ein, ich mache mal ein neues Chartfenster auf. Nehmen das Gitter mal hier raus. Okay. Ja, das heißt, wir sehen jetzt hier genau Indikatorfenster, welche Indikatoren sind gerade angegeben, wo befindet sich der Indikator, zu welchem Zeitpunkt. Das ist also dieses Datenfenster, was Sie hiermit ein- und ausschalten können. Der Navigator, das ist das, was Sie also links unten sehen. Den können Sie ein- und ausblenden. Ich blende ihn jetzt mal ein. Das heißt, Sie können das hier auch verändern. Und hier sehen Sie dementsprechend Ihr Konto, dementsprechend auch hier die Indikatoren, die zur Verfügung stehen. Dann die Handelssysteme, Expert Advisors und angepasste Indikatoren. Das heißt, wenn Sie jetzt noch neue Indikatoren hinzufügen oder beispielsweise aus dem Internet sich runterladen, dann können Sie diese in den Ordner auf Ihrer Festplatte, wo Sie den MetaTrader installiert haben, hinzufügen und dann haben Sie diese Indikatoren hier mit drin.
Skripte sind halt dementsprechend auch für die Programmierung notwendig. Da gehe ich jetzt nicht mehr im Detail darauf ein, aber hier finden Sie dann dementsprechend das alles hier in diesem Navigator hinterlegt. Okay. Das Terminal. Terminal ist das, was wir jetzt hier unten sehen. Ich mache das jetzt mal etwas größer. Das heißt, wir sehen hier in diesem Terminal einmal, was alles passiert. Das heißt, mit welchen Indikatoren die Märkte gescannt werden. Das sehen wir hier in diesem Journal. Ich gehe mal ganz nach links. Trading, das heißt, wir haben hier den Kontostand, Equity, freie Margin. Dann die Kontohistorie, sprich, haben wir hier etwas gehandelt beispielsweise, die Lotgröße, das Symbol, zu welchem Preis, welche Uhrzeit und so weiter, Gewinn oder Verlust. Verschiedene Alarme, verschiedene Nachrichten über die Mailbox und hier die Expert Advisor, das heißt, wenn Sie ein Handelssystem beispielsweise laufen haben. Das sehen wir also alles hier unten in diesem Trading Journal. Strategietester, Journal nehme ich nochmal raus. Strategietester ist für diejenigen interessant, die mit Handelssystemen arbeiten möchten oder die Handelssysteme backtesten wollen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, hier oben den Expert Advisor auszuwählen. Das heißt, das Handelssystem ist automatische. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein MACD-Sample-Beispiel EA hinterlegt. Sie können auch andere nehmen. Dann wählen Sie das Symbol aus, sprich das Währungspaar, was Sie jetzt beispielsweise testen wollen. Zum Beispiel US-Dollar, japanischer Yen. Hier die Methode, wie Sie das testen wollen, sprich ob Sie jedes Ticksignal oder ob Sie das Ganze grober testen wollen. Diese verschiedenen Möglichkeiten haben Sie hier, was diese Handelssysteme angeht. Und Sie können sagen, von welchem Datum bis zu welchem Datum soll denn dieser Backtest aufgezeichnet werden bzw. durchgeführt werden. Hier geben Sie noch die Zeiteinheit ein, sprich sollen diese Signale, die ja nach bestimmten Indikatoren laufen, im 1-Minuten-Chart, 5 Minuten, 15, 30 oder 1-Stunden-Chart beispielsweise generiert werden. Das heißt, das geben Sie hier vor. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Optimierung. Und dann können Sie das Ganze starten und durchlaufen lassen, um sich dann anzuzeigen, wie zum Beispiel so ein Backtest gelaufen wäre. Okay, ich schaue jetzt mal ganz kurz etwas nach. Wer von Ihnen hat denn schon mal oder nutzt denn aktuell EAs mit dem MetaTrader? Okay, einige nutzen ihn schon. Andere rum wiederum nicht. Okay.
Gut, also Sie haben hier, wie gesagt, die Möglichkeit, das Ganze zu testen nach den verschiedenen Währungsbahnen. Hier nach verschiedenen Methoden können Sie sich das auch visuell anschauen. Das heißt, Sie können sagen, ich möchte mir anschauen, wie die Trades verlaufen sind, wie in dieser Zeit, wie in diesem Zeitraum die ganzen Balken und Signale gekommen sind. Dann haben Sie das hier in der Möglichkeit, sich das abzuspielen. Und Sie haben darüber hinaus dann die Auswertung, grafische Auswertung und so weiter. Hat also jetzt hier gerade mit diesem Konto keine Testdaten, aber ich kann Ihnen das mal zeigen auf der Homepage. Wenn Sie hier auf Software Autochartist, Entschuldigung, Software MetaTrader Expert Advisors gehen, dann haben Sie also hier eine Erklärung dazu. Sie sehen also hier, wie so eine Optimierung, so ein Backtest aussieht. Und haben hier die Ergebnisse, sprich wann gekauft wird, wann verkauft wird, zu welchem Preis, wie der Gewinn dann ausgesehen hat. Hier eine Equity-Kurve, natürlich jetzt eine optimierte Darstellung. Und hier haben Sie die Auswertung der Backtests dementsprechend nochmal gegeben, sprich wie viele Balken, was ist das Startkapital und so weiter und so fort. Wie viele Long Trades waren profitabel, wie viele Short Trades, größter Gewinn, kleinster Gewinn, größter Verlust und so weiter und so fort. Gibt es dazu den EAs noch Fragen? Ansonsten gehe ich auf den diskretionären Handel zurück. Okay, keine Fragen. Ich habe hier noch eine Frage. Wie Sie ordern können aus der Kursliste heraus, das zeige ich Ihnen. Ich gehe also nochmal zurück jetzt auf die MetaTrader Software. Sie haben also die Möglichkeit, auch hier ein Währungspaar auszuwählen und hier über die Bid- oder Ask-Möglichkeit direkt einen Trade zu übermitteln. Das heißt, Sie doppelklicken hier zum Beispiel auf Ask. Und schon haben Sie hier jetzt eine Möglichkeit, ein Chartfenster zu öffnen. Und zwar sehen wir jetzt hier ein Tick-Chart auf der linken Seite, wo wir dann auch eine, ja, wie gesagt, Bid- und Ask-Linie haben. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Volumen einzustellen, also sprich zum Beispiel ein Lot. Und wir können zum Beispiel jetzt den Euro-Dollar kaufen oder verkaufen. Ich gehe jetzt mal hier dementsprechend hier short mit einem Lot und verkaufe und die Order ist ausgeführt. Okay, wo sehen wir das? Ich blende mir hier wieder das Terminal ein und sehe jetzt hier unter dem Punkt Trading, dass ich jetzt hier short bin mit einem Lot, Euro US-Dollar, zu dem Preis. Und habe dann dementsprechend hier rechts meinen aktuellen Gewinn und Verlust. Das Ganze sehe ich hier auch angegeben. Ich gehe jetzt mal hier in den Minutenchart. Oh, hier haben wir schon einen. Bleib mal 5 Minuten Bereich.
kleiner Blick. Ich rufe mir mal eben ein anderes Chartbild auf. Kleiner Blick. So, wechsle ich mal hier hin, also Euro, US-Dollar, 5 Minuten zum Beispiel. Und wir sehen hier rechts auch im Chart angegeben, wo ich verkauft habe mit dieser Linie. Und hier unten sehen wir halt dementsprechend den aktuellen Kurs. So. Ja, und also das war unser Verkauf und aktueller Gewinn und Verlust 16 Euro. Jetzt kann ich sagen, ich möchte beispielsweise jetzt diese Position direkt schließen, dann markiere ich hier, gehe mit der rechten Maustaste hier rein, sage Order schließen und ich sage Close zum Marktkurs und wir sind ausgeführt und haben dementsprechend jetzt hier den Gewinn mitgenommen von 19,40 Euro. Okay, kam eben noch mal eine Frage, die habe ich eben nicht gesehen, zum Backtest. Das heißt, wenn Sie also hier den Strategietester aufrufen, dann können Sie das Ganze hier rüber testen. Das heißt, Sie starten dann diesen Backtest und wählen Sie also hier dieses Handelssystem aus, das Währungspaar und so weiter und starten dann den Backtest hier und können sich dann den Zeitraum auswählen und dann die Ergebnisse hier dementsprechend im Journal und so weiter anzeigen lassen. Also finden das Ganze hier über Strategietester. Und so auch hier über Ansicht, Strategietester und schon öffnet sich diese Backtesting-Möglichkeit. Ja, hier kommt gerade noch eine Frage, ob die FlatTrader-Software und FlatTrader-Konten separat sind. Ja, das ist so. Das heißt, Sie haben ein separates Konto, auch einen separaten Login. Sie können aber von Ihrem FlatTrader-Konto Geld zum MetaTrader-Konto transferieren. Und für diejenigen, die schon Kunde sind, gibt es eine einfache Möglichkeit, und zwar zeige Ihnen das nochmal eben. Und zwar, wenn Sie jetzt hier auf MetaTrader gehen. Haben Sie die Möglichkeit, Moment, müssen wir das mal eben schauen. Genau. Konto eröffnen, MetaTrader Live Konto. Hier steht, Sie sind schon Kunde zum Beispiel, dann können Sie online diese Subscriber Agreement ausfüllen. Das heißt, Sie geben hier Ihre Kontonummer an, was Sie bei uns haben bei FX Flat und die Kontonummer dazu, das heißt mit Ihrem Namen und Ihrer Kontonummer, geben hier die Lot Size vor, die Sie haben möchten, sprich welche Größe Sie zum Handeln gerne eingerichtet haben möchten und sagen dann, ob Ihre Informationen, die Sie uns übermittelt haben bei der letztmaligen Kontoöffnung, so beibehalten werden können für das MT4-Account und dann
brauchen Sie nicht extra noch ein neues Konto zu eröffnen, sondern das wird dann so übernommen und dann geben Sie uns einfach einen Hinweis, wie viel Geld übertragen werden soll auf Ihr MetaTrader 4 Konto, was dann gleichermaßen direkt bei GFT auch eröffnet wird. Für Neukunden nutzen Sie den ganz klassischen Kontoeröffnungsantrag und eröffnen dementsprechend hier ein MetaTrader-Konto, indem Sie das ankreuzen und das vorgeben und dementsprechend dann komplett die Kontoverbindung neu eingeben. Generell gilt für beide Konten, also für den Flat Trader und für den MetaTrader, gilt eine Mindesteinlage von 500 Euro. Das heißt, mit 500 Euro können Sie theoretisch ein Konto eröffnen, praktisch auch. Das heißt, wenn Sie dann Mikrolots zum Beispiel einstellen, sprich tausender Lotgröße, hätten Sie die Möglichkeit auch mit kleinen Konten zu handeln. Standardkonten, sage ich mal, ab 2000 Euro sind genauso möglich. Und wie gesagt, die Lotgröße bestimmen Sie selbst und dann die Möglichkeit vollautomatischer Handel über MetaTrader. Gut, ich schaue jetzt gerade mal, was noch für Fragen sind. Ja, hier Frage nochmal zu den Lot-Größen. Wir haben also Standard-Lot von 100.000. Mini wären 10.000. Und Mikro sind 1000 als Lotgröße. Und das ist unabhängig davon, wie groß die Kontoeröffnung ist. Das heißt, Sie können mit 10.000 Euro ein Konto eröffnen, aber trotzdem Standard-Lotgrößen handeln, natürlich. Andererseits können Sie aber auch ein Mini-Konto eröffnen mit 500 Euro. Und dann Mikrolots eröffnen. Also das liegt ganz bei Ihnen, wie Sie das Ganze möchten. Also Sie legen fest, was für eine Lot-Size Sie nutzen wollen. Der Vorteil ist hierbei, dass Sie beispielsweise eine Position auch hedgen können. Das heißt, Sie können, ich gehe jetzt mal hier rein, ich kaufe ein Lot, bin ausgeführt, okay, und gleichzeitig verkaufe ich jetzt auch ein Lot. Ja, dann sehen wir, dass wir aktuell eine Position gekauft haben, aber auch eine, Entschuldigung, das war jetzt nicht hier, das sehen wir hier. Wir sind also aktuell mit einem Lot long, mit dem anderen Lot sind wir short und haben also beide, sind also aktuell in beiden Richtungen sozusagen investiert. Also gerade für Handelssysteme ganz wichtig, das heißt, wenn Sie vielleicht zwei verschiedene Systeme haben und mit dem einen sind Sie long im Euro-Dollar, mit dem anderen sind Sie short, diese Möglichkeiten gibt es. Das heißt, Sie können eine Long-Position und eine Short-Position gleichzeitig eröffnen. Genau, Sie können hier über diese Funktion auch zum Beispiel einen Stop setzen. Dort, wo Sie klicken, dann setzen Sie beispielsweise einen Stop, geben hier eventuell noch die Marke ein und platzieren das Ganze. Und schon sehen Sie diesen Stop hier platziert.
Diesen können Sie natürlich jederzeit ändern, wenn Sie sagen wollen, beispielsweise soll der bei einer anderen Marke stehen, dann ändern Sie den Stop und dementsprechend geht der Stop dann nach oben. Sie haben also die Möglichkeit des diskretionären Handels, sprich Sie können mit einem einfachen Mausklick Long und Short gehen, die Positionen öffnen, schließen, mit Stops absichern, so wie Sie das kennen. Oder aber Sie sagen, ich möchte ein Handelssystem laufen lassen. Wenn Sie dieses Handelssystem aktivieren wollen, kann ich mal eben demonstrieren. Ich gehe eben jetzt mal hier raus. Das heißt, ich lösche jetzt hier die Order, den Stop und schließe meine Position. Das heißt, wir sind jetzt hier raus. Also ich habe hier den Navigator. Ich kann also sagen, ich nehme ein Handelssystem. Ich nehme jetzt mal hier den MACD Sample, ziehe mir den hier rein. Dann fragt er mich, möchte ich Live Trading zulassen oder möchte ich die Orders manuell erstmal bestätigt wissen. Ich kann hier eingeben, ob zum Beispiel dieser Import von externen EAs zugelassen werden sollen oder nicht. Habe hier meine Parametereinstellung und sage dann okay. Dann ist hier dieses Handelssystem hier oben im Fenster eingefügt. Und jetzt kann ich dieses Handelssystem scharf stellen, indem ich hier die Expert Advisors aktiviere. Dann habe ich hier so ein Smiley und nun werden hier alle Trades vollautomatisch ausgeführt. Stoppen kann ich die Handelssysteme, indem ich mit einem Klick diese Expert Advisors ausstelle, dann ist das hier rot und ich kann sie wieder aktivieren und es ist grün und wir sehen hier, dieser Expert Advisor hat ein Smiley, also ist dementsprechend aktiviert. Gut, wo finden Sie den Programmiercode? Hier ist der sogenannte Meta-Editor, den Sie starten können. Und hier sind dann zum Beispiel diese Handelssysteme mit den Meta-Quote Language hinterlegt. Und dort können Sie dann dementsprechend auch diese Systeme modifizieren, verändern oder auch online dementsprechend sich verschiedene Anregungen holen und hier verschiedene Erklärungen zu der Meta-Quote Language anschauen. Eine Frage zu MQL, also wir bieten selbst keine Seminare zu Meta-Quote Language an. Da müssten Sie sich dann dementsprechend im Internet schlau machen. Wir haben, wenn Sie Fragen haben, Experten bei GFT, die dementsprechend sich da mit den Handelssystemen auseinandersetzen. Wir selbst geben keine Seminare zu Meta-Quote. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Eine Sache möchte ich Ihnen noch zeigen. Sie haben es vielleicht eben schon mal kurz gesehen. Ich schaue gerade mal, hier ist es gerade. Und zwar haben Sie die Möglichkeit auch natürlich Indikatoren einzublenden, womit Sie bestimmte Fibonacci-Formationen beispielsweise filtern können. Und wir sehen zum Beispiel hier ein Bullish Gartley, zwei, die hier übereinander liegen. Das heißt, es wird hier automatisch gescannt. Wir haben also hier dann dementsprechend den Punkt D von der Gartley-Formation, wo wir ein Long-Signal bekommen haben und es geht hier in diese Richtung.
heißt, sie haben Möglichkeiten, auch externe Fibonacci-Pattern-Indikatoren oder dergleichen zu benutzen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, als Indikator den Autochartist auch zu nutzen. Ich habe das auch mal angelegt. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit, mit Autochartist verschiedene Kopf- und Schulterformationen, Dreiecksformationen und dergleichen zu scannen. Und diese werden dann im Chart auch angezeigt. Ich schaue jetzt gerade mal, ob wir hier vielleicht was finden. Hier haben wir es mal, hier haben wir eine. Das heißt, hier haben wir einen Australdollar, US-Dollar, einen Stundenchart. Wir haben hier ein, kann man jetzt hier nicht ganz so gut, hier kann man es jetzt lesen, absteigendes Dreieck. Das ist also hier das, was mit Grün und Blau gekennzeichnet ist. Das war also das absteigende Dreieck. Und wir haben hier den Ausbruch aus diesem absteigenden Dreieck, dementsprechend mit dieser Kerze. Und hier in diesem grauen Bereich ist das Kursziel aus diesem Signal, was hier generiert wurde. Das heißt, dieses Auto-Chartist-Plugin haben Sie zur Verfügung, wenn Sie den Auto-Chartist nutzen. Den finden Sie hier bei uns auf der Homepage Auto-Chartist. Und hier werden Ihnen entweder über die Auto-Chartist-Software diese Signale gezeigt, sprich Sie haben Dreiecksformationen, Ausbrüche, oder aber Sie nutzen den MT4-Plugin, womit Sie das Ganze dann direkt in dieser Handelssoftware integriert haben. Weitere Fragen zum Auto-Chartist gerne auch per E-Mail. Wir versenden einmal täglich in der Regel auch verschiedene Signale. Sprich, da haben Sie verschiedene Trading-Möglichkeiten aus dem Auto-Chartist zum Beispiel. Und können wir uns dann dementsprechend anschauen. Hier so, wie sieht so ein Signal aus? Hier sehen Sie zum Beispiel einen Ausbruch aus so einer Formation zum Beispiel. Und dann bekommen Sie dieses hier kostenfrei per E-Mail zugeschickt. Gut, das war's von meiner Seite. Wenn es keine weiteren Fragen